Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier in Alanya. Ja, leider war das ein kein schöner morgendlicher Start. Ich habe mich gefreut, ich bin gerade aufgestanden. Ich habe euch gestern erzählt, dass meine Hühner Küken bekommen haben und leider, ja, ich, das ist echt, ja, ich weiß nicht, soll ich es euch zeigen oder nicht? Ich glaube eher nicht, aber... Ja, was ist passiert? Die Hühner sind alle tot, alle. Wir haben kein überlebendes Huhn. Es sind heute Nacht Hunde reingekommen oder heute Morgen. Psst, aus! Das ist echt nicht wahr, ne? Oh, Moment, ich erzähle euch gleich alles. Einen Moment! Ich kriege das jetzt nicht zu hier, die lassen mich nicht. Ja, also... Ich habe heute Morgen meinen Hahn noch krähen hören. Alles war noch in Ordnung. Dann bin ich ja ein paar Mal wieder eingeschlafen. Ich bin auch spät aufgestanden heute. Ich bin, glaube ich, um 9:30 erst aufgestanden. Ich war wirklich kaputt. Und ja. Ja, also das war schon ein Schock. Naja, was ist passiert? Also... Es sind heute Morgen, ich kann es euch von Weitem ganz kurz zeigen. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so schlimm. Die Hühner, die eh manchmal geschlachtet werden. Man sieht es, glaube ich, einfach so mal jetzt kurz gezeigt. Als ich hier eben reingekommen bin, da habe ich auch den Schreck meines Lebens bekommen. Weil... ich mir schon sofort gedacht habe, das kann ja nicht sein, ne? Ja, aber fressen und gefressen werden, bis hierhin sollte es sein. Wir hatten ja, der Gärtner hat mir gestern ganz stolz erzählt, dass wir 12 Küken bekommen haben und dass die Eier bebrütet worden waren, während ich weg war. Und heute Morgen habe ich unsere Hunde tatsächlich auch bellen hören. Ich habe auch meinen Hahn heute Morgen noch bellen hören, aber die bellen ja andauernd, ne? Kann ich ja auch nicht wissen, was die jetzt bellen, weil da die Hunde sind, ne? Also, ja, jedenfalls kam unser Gärtner heute Morgen, hat das noch gesehen, als er vorbeigekommen ist, hat er die Hunde rausgejagt aus unserem Garten. Es waren 5 Straßenhunde. 5 Straßenhunde waren in unserem Garten und haben die Hühner alle geschlachtet. Ne? Die haben sie gegessen teilweise auch. 2 meiner Hühner sind gar nicht da, also die braunen Hühner sind weg. Es sind nur noch 3 da, glaube ich. Die Küken sind alle weg. Ein Küken habe ich noch gesehen. Das liegt auch tot in der Ecke. Haben sie auch. Warum die denn mal alles töten? Ne? Weiß ich auch nicht. Ist auch tot. Es ist also nichts mehr. Lebendes da, jedenfalls habe ich nichts entdeckt. Ich gehe gleich nochmal auf die Suche. Vielleicht ist ja noch ein Küken irgendwo, aber das hätte der Gärtner heute Morgen auch gesehen. Es sind alle weg, alles tot. Tja, sollte so sein, ne? Manchmal ist das Leben. Unser Gärtner war auch richtig traurig, das hat man schon. Das hat man auch gehört, hat auch gesagt. Naja, wir pflegen die ja jetzt seit einem Jahr, sind die bei uns. Und das ist schon traurig, ne? Ja, aber der Zaun ist offen, wir müssen den Zaun, er hat gesagt, an einer Stelle sind die rein, dann muss er den Zaun natürlich dicht machen. Da sind die durch, ne? So. Hammer. Ja, I'm sorry, aber
Das muss ich gerade erstmal verkraften. Der Anblick ist natürlich auch alles andere als schön, ne? Ein Küken liegt da auch unter dem schwarzen Huhn. 12 neue Küken hatten wir und 5, sagte er, wären fast am Schlüpfen gewesen. Da waren schon welche fast draußen. Ja, so geht das halt nicht, ne? Man muss hier auf jeden Fall. Nicht mal die Katzen sind rangegangen, ne? Man muss auf jeden Fall den Zaun dicht machen, das hilft alles nichts. Tja. Ja, was soll ich hier nicht weiter? Es ist, wie es ist. Genau. Gut. Ansonsten, Alhamdulillah, ist alles soweit gut. Ich habe mir auch schon die Mauer angeguckt. Also ich habe jetzt hier nichts gesehen. Aber von der anderen Seite sieht man es vielleicht. Zum Glück habe ich hier jetzt nichts Großartiges gesehen. Aber man sieht es bestimmt von der Nachbarseite. Naja, gut. Tja. Ich warte am Gucken, aber ich sehe nicht. Ich habe nur ein Ei gesehen, was auch, wo auch ein Küken drin war. Tja. Hier sehe ich den Rest von den braunen Hühnern. Haben sie aufgegessen. Alhamdulillah. Tja. So ist das, ne? Guck halt, ob ich noch irgendwas Lebendes sehe. Aber das sieht jetzt hier nicht so aus. Na, Katzi? Ja, hallo. Guck mal. Ein Huhn. Ich glaube, das ist eins von unseren Küken, von den alten. Ah, eine ist noch da. Die ist bestimmt abgehauen, als die Hunde kamen. Oh, wie schön. Das ist ja gut. Hallo, wo kommst du denn her? Hallo. Hallo, na dann geh mal wieder rein. Dann geh rein, komm. Geh rein. Ich darf nicht, doch, nicht verklaufen. Komm, mal mit dem Kanal wieder rein. Tja, das wird schwierig, dich da rein zu kriegen. Eins hat überlebt. Oh, wie schön. Genau. Ach, schön, 100 Kalib. Ach, das ist aber schön. Das war ja das alte Küken. Ich zeig jetzt nicht drauf. Nee, das zeige ich nicht drauf. Tut mir leid, aber eins der Küken hat überlebt. Diese ist auch richtig groß geworden. Schön. Die hat sich bestimmt versteckt. Ich sehe hier auch tatsächlich nur, also ich sehe 3 Schwarze, der Hahn, also 4 insgesamt, die tot sind. 2 Küken habe ich bisher gesehen.
2 Küken habe ich gesehen, aber die beiden braunen sind, glaube ich, auch tot. Eins liegt hier. Es kann auch nur ein braunes sein. Vielleicht hat es eins geschafft, wegzulaufen. Na, 5 Hunde, ne? Wieso? Da haben die auch nicht wirklich eine Chance. Aber das ist, hat es geschafft. Ach du Armes, bist du jetzt ganz alleine? Ach, wie schön. Ja, und das ist deine Kollege, den haben sie aufgegessen. Aber ich kann mir, also hier, ich habe auch irgendwas wiepsen hören, als wäre hier noch irgendwo ein Küken. Hat sich ein bisschen wie ein Küken angehört. Da ist noch ein Küken. Genau, da ist noch ein Küken. Nee, also das hier ist ein braunes Huhn. Keine Ahnung. Da ist er gut. Und du hast dich versteckt und erst jetzt wieder rangetraut, du armes kleines Hühnchen. Ja, aber die Hunde kommen bestimmt wieder, ne? Das ist schon mal klar. Die haben ja Blut geleckt. Da müssen wir uns was ausdenken. Ja, der Gärtner kommt. Naja, macht das sauber. Ja, aber ein Küken kann ja auch nicht weit sein. Wenn, dann würden die da ja liegen. Tja, der hat sich versteckt. Also, theoretisch sehe ich hier 4 schwarze Hühner mit meinem Hahn und ein braunes, was tot ist. Das sieht man hier alles. Also, theoretisch fehlt ein braunes und sie halt, genau. Hier, sie. Die ist ja jetzt auch wieder da. Also, vielleicht haben die das andere total aufgegessen, das weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt nur eins gesehen. Vielleicht ist das andere auch abgehauen. Und kommt nochmal wieder. Wie viel hatten wir denn? Wir hatten die beiden neuen schwarzen. Ne, den Hahn mit dem. Dann haben wir noch 2 schwarze gehabt, glaube ich. Ne, genau. Ja, mehr hatten wir ja auch nicht, glaube ich. Ja, also Hoffnung besteht noch, dass ich noch das andere braune Hühnchen wieder sehe. Küken habe ich auch alle nicht hier. 3 habe ich gesehen und 12 Küken sind es, ja. Das sind Vögel, ne? Oh Mann. Wir haben auch Kopf abgebissen, ne? 4 Hühner liegen hier. Und also 3 Hühner, einen Hahn. Und in einem Ei war auch ein Küken, hat er recht gehabt. Die haben die auch alle zermatscht, ne? Übrigens richtig warm, also wirklich sehr warm. Nee. Aber gut, dass ich noch mal geguckt habe, dann habe ich das eine Huhn reinmachen können. Das ist ja auch schon mal gut. Die guckt sich jetzt alles an hier. Pickt mal an den Federn rum. Also wie gesagt, ein braunes Huhn, wenn ich Glück habe, ist die abgehauen und kommt auch noch mal wieder. Ja. Ne, kein Küken mehr zu sehen, die lebend sind. Schade.
ist das, ne? Na, jetzt bist du ganz alleine, ne? Hm? Bist du ganz alleine? Hm? Ja. So. Okay. Na gut, dann gehe ich mal wieder zu meinen Hunden. Na, das war ja jetzt kein so schöner Anblick heute Morgen, sag mal. Eins hat überlebt. Das ist ja schon mal gut. Ich kann noch mal gucken, ob ich hier irgendwo noch mal... Hä? Hier haben die auch alles abgemacht. Guck mal, warum hat die das denn gemacht? Warum haben die denn die ganzen Kakteen abgemacht? Oh, Hammer. Die haben die ganzen Kakteen abgemacht. Warum, das weiß ich auch nicht. Da haben die doch immer die Kaktusfrüchte von gegessen. Hä? Verstehe ich nicht. Naja. Gut. Gucken, ob ich noch irgendwo ein braunes Hühnchen. Theoretisch könnte das noch irgendwo sein hier. Weil die gehen ja auch nicht weit weg. Ja, es ist halt, obwohl es natürlich der Lauf der Natur ist, schon traurig. Gerade weil wir gerade Blüten bekommen haben. Oh, Mensch, das ist echt gar nicht schön. Tja. Nee, aber ich sehe hier keins. Wenn, dann kommt es auch wieder. Die ist ja auch wieder gekommen.